Diese Palmen sind alles. Alles, was wir brauchen. Mit dem Essen und den zwei Kisten, die mittlerweile von mir schon ausgeplündert wurden. So, ist natürlich eine schöne Sache, ne? Ich erschrecke mich ja immer so schnell. So, als nächstes, meine Leute. Also, da wir hier so schnell nicht mehr hochkommen werden, nehme ich es einfach gleich mal mit. Boah, guckt euch das an. Diese frechen Tiere, ja. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Welt hier. Hier ist so viel los. Na los. Da hat sich einer richtig Mühe gegeben, würde ich sagen. So, wir müssen jetzt selten zum Wagen kommen. So, ich würde jetzt nämlich mal. Gerne ganz kurz gucken, wo ich hier bin. Danke. Ich hätte gerne die Waffe. Ach, die kann ich komischerweise dann nicht aufheben. Na, mal sehen, vielleicht hat er was für mich. Geh mal da zu dem Bösen. Okay, gut. Dann haben wir das auch wieder. Leider, muss ich sagen. Habe ich den gar nicht gesehen. Eieieiei. Das ist wirklich eine ganz krasse Begegnung hier. Ich bin wirklich fast schon ein wenig unzufrieden, wenn ich mir das hier angucke. Es gibt wirklich sehr viele Tiere, wo man aufpassen muss. Und wir gucken nochmal, wo wir jetzt hier was verbessern können. Weil wir haben jetzt ein Tigerfell und leider können wir... Ah, ich glaube, das war hier. Nee, hier auch nicht. Ich glaube hier, ne? Nee, das auch nicht. Ja, also eigentlich haben wir den jetzt wahrscheinlich umsonst getötet. Das wäre natürlich traurig. Mensch, 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 Mensch. Ja, Beuterucksack wieder mal voll. Deswegen wollen wir mal kurz was herstellen. Spritzentasche ging auch nicht, ne? Leopardenfell brauchen wir. Kein Tigerfell, sondern Leopardenfell. Gut. Ich höre schon wieder ein Tiger. Und schon wieder die ganzen Tiere hier. Was ist denn das für ein Bauernhof? Guck mal diesen. Der hat doch eine Macke.
Ist ja gut. Was haben wir denn hier Schönes? Na, das sieht ja mal schön aus. Wow. Okay, das ist auch ein komischer Bildschirm, den wir jetzt da gerade sehen. Ich bin ja nur gespannt, was wir jetzt hier haben, weil es. Oder passiert hier nochmal irgendwas? Wir sollten noch gar nicht hier sein. Weil hier ist niemand. Okay. Ja gut, der steht da ja schon, ist ja eigentlich dämlich. Und anderswo kann ich jetzt gerade keinen sehen. Das ist natürlich auch doof. Ich kann leider immer noch niemanden hier ausmachen. Wahr sein, die sind überall Tiere, also so viele Tiere habe ich noch nie gesehen. So, so langsam sollten wir aber auch noch voll sein, glaube ich. Wo ist denn hier noch einer? Oh, ist doch kein Problem, mein Freund. Einfach die Fresse polieren, ja? Echt jetzt? Was hat denn der gemacht? Hat er mit Steinen geworfen oder warum bin ich jetzt gestorben? Die Fressbastard. Jetzt sind wir wieder hier. Gut, dann lassen wir das Ganze. Dann gehen wir da nicht nochmal hin, weil es macht keinen Sinn. Mal gucken, haben wir wenigstens noch alle Sachen? Keine Ahnung. Jedenfalls, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden nochmal eine Runde reisen. Ja, jetzt sind wir mal wieder gestorben zum 10. Mal. Aber es ist halt, wir haben überall Tiere, überall Sachen. Und eigentlich müssen wir da drüben hin. Ja, das ist, stimmt, da hier waren wir noch gar nicht. Fällt mir auch gerade ein. Haha. Um auch die Schnellreise zu aktivieren, machen wir auf jeden Fall noch das, den Rostorf hier. Ich glaube, der war ganz cool. Hallo. Und deswegen haltet euch fest, Kinder. Auch wenn wir mal wieder die falsche Waffe hierfür haben. Ich höre schon erste Störgeräusche.
Also hier ist definitiv mal eine Bahn lang gefahren, obwohl ich diesen Radius und diesen Aufstieg hier nicht ganz erklären kann. Ach, sieh mal einer an. Keine Ahnung, wo jemand ist. Hier muss er. Scheiße, Bell! Steckt euch die Insel in den Arsch! Das kam von da drüben. Was ist denn das? Keine Ahnung, wo die sind. Hä? Der Gestank ist eh nicht zum Aushalten. Die waren doch vorhin noch gar nicht da. Also ganz ehrlich, ich sehe hier niemanden. Vielleicht ist er hier hinter jemand. Ich kann hier kein Schwein entdecken. Also ganz ehrlich, ich kann hier niemanden entdecken, von daher. Keine Ahnung, wo wir. Hä? Oh, ist das heiß. Oder ist da jemand drin in dem Haus? Vielleicht ist da auch immer noch jemand drin. So eine Hitze. Das ist echt nicht mein Klima hier. Mann, kotzen diese Rebellen mich an. Ich habe echt keine Ahnung, wo der ist, der Typ. Da ist niemand. Sollen die Rebellen das Dreckloch doch verhalten? Da ist einfach niemand. Oder ist jemand hier oder so? So, was machen wir denn jetzt? Wollen wir da mal. Also offensichtlich. Mir geht gar nicht gut. Ich brauche einen Schuss. Fuck! Scheiße! Was denn? Fuck! Ich reiß dich in Stücke! Mach das! Hey.
Ach, der ist hier drin. Ach, vielleicht kann man den ja töten. Ich So, jetzt müsste aber auch mal lange genug sein hier. Also hier war der unsichtbar irgendwo da drin gespawnt, deswegen wusste der nicht, dass ich hier bin. Wir haben natürlich auch keine Muni jetzt. Apropos, wenn wir keine Muni haben, dann sollten wir doch am besten dieses Gewehr hier nehmen. Aber er nimmt die Gewehre einfach nicht mehr. Du bist kaputt. Und jetzt gehen wir dahin und machen da noch ein bisschen Ärger. Der unsichtbare Feind, das war natürlich witzig. So, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Hier links. Da steht ein Raket-Dings. Diese Hunde überall in den ganzen Spielen immer, ist auch ein Traum. Hat er denn jetzt keinen Takedown gemacht? Lol. Hä? Ach, das ist ja witzig. Also die wissen jetzt, dass ich hier bin. Das war eben so schwer, also da braucht man ja nicht mal, ne? Nee, manchmal ist es schon ziemlich einfach, das Ganze. Das haben wir eben sehr schnell eingenommen. Und eigentlich mag ich diese Waffe gar nicht, aber sie scheint sehr gut zu sein, sehr effektiv, weil man braucht nur einen Schuss und dann ist Polen offen. Diesen Außenposten kriegen die nicht zurück. Hier, dann kümmern dich. Alles Schweine, mein Bruder. Kümmere dich einfach mal drum und du hässlicher Bastard auch. Dass die dich das nicht wiederbekommen, ja, ey. Jetzt knall ich dich ab, du. So. Mit unserer Kommunikation geht es viel besser, seit du alle Funktürme aktiviert hast. Ja, ne? Hättet auch alle selber machen können. Was hast du denn da ein Stück? Naja. Komm, tu's einfach. Was soll ich tun? Viele Telefone gehen wieder, seit du die Funktürme aktiviert hast. Da ist ja ein Ding. Gute Arbeit. Geh mal kurz hier rein, ja, und hol mir mal kurz deine CD da. Das, ne? Vor allen Dingen hat jeder diese diesen komischen Computer. So, dann haben wir hier nochmal Muni. Hier können wir, genau, hier können wir noch die Sachen verkaufen, aber was soll denn das? So, brauchen wir alles nicht, brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht, was ist das? Konflikt, okay. Das sind, ja, können wir verkaufen, brauchen wir nicht. Grünes Blatt ist viel wichtiger, die können wir auch verkaufen, glaube ich. Ach, da rennen genug von rum, also ganz ehrlich, da können wir uns ein Straußenei von holen und dann, also klauen und dann könnten wir hier 10.000 Jahre überleben. So, Hundefell kriegt man auch an jeder Ecke. Ja, 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 komm. Oder nennen die das Hundefell und eigentlich ist es ein Dingo.
Gut, okay. Dann würde ich sagen, dass wir nochmal, kurz die Sachen auffüllen. Und dann müssen wir auch schon wieder mal weiter. Was wollten wir machen? Hier gucken wir gleich nochmal rauf. Wir speichern nochmal kurz. Dann können wir noch ganz kurz in die Herstellung gucken. Da geht leider nichts, da geht auch nichts. Ja, Spezialpfeile, aber ich brauche keine Spezialpfeile, ganz ehrlich, auch Medizin, das wollte ich machen. Scheiße, immer Scheiße sagen. Ja, wenn wir hier eine Gewaltausdrücke-Kasse hätten, dann würden die ganzen hier ganz schön alt aussehen. Na, jetzt seid ihr alle da, ne? Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, der Familie geht's gut. Ja, mir geht's sehr gut. Okay, let's go. Dann würde ich sagen, setzen wir uns auch noch mal kurz hier rein. Und da war eben ein Relikt. Ja, der hängt immer fest dann irgendwo. Das ist natürlich ein fantastisches Ding. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Relikte eigentlich sammeln möchte. Eigentlich habe ich keinen Bock dazu. Was ist das denn? Schrotflinten-Herausforderung. Ja, du und deine Schrotflinte. Eigentlich theoretisch auch nicht so mein Ding, hier rumzufahren und irgendwas wegzuballern. Also ein bisschen Sinn muss das schon machen, ehrlich gesagt. So, jetzt wo das für alles wieder sicher ist. Ah, das hätten wir vorhin auch schon haben können, okay. Oh, das bleibt also stehen, ja, das ist ja richtig hart. Okay, wir haben es anscheinend nicht getroffen, heißt es. Wir müssen mal kurz hier hoch, das Relikt muss anscheinend da oben in der Luft sein. Ich finde es so geil, dass wir vier Striche haben, hier links unten, wenn man sich das mal anguckt. Das ist doch mega geil. Also vier Striche, da sind wir jetzt ja fast unverwundbar. So, wir gehen jetzt mal auf Einkaufstour. Also hier dürfen wir nicht runterfallen, dann war's das. Nein, du voll idiotischer Idiot! Boah, ist der hässlich. Also so dumm. Also so dämlich wie Jason aus dem Gesicht guckt. So eine Leute regen mich richtig auf. Das kannst du wissen. Womöglich kann ich da jetzt nochmal hinfahren wegen diesem Drecksrelikt. Oder habe ich das jetzt? Das Handbuch, Relikte. Okay, das Relikt scheint nicht mehr da zu sein. Na schön, dass das, also das ist ja eine traurige Nummer, wenn man dann da ist, das Relikt dann eigentlich schon hat. Plötzlich, hier war es am Wohnen. Ich fahre da jetzt nochmal hin, das kannst du wissen. Haben wir noch ein Auto? Wir spawnen ja nur immer da und da und da. So, gleich sind wir wieder da. So, jetzt ist wieder natürlich zu, ist ja klar. Aber das stört uns ja nicht. Hä, okay. Also ich würde sagen, dass da oben jetzt die Kiste auch nicht mehr da ist. Ist natürlich ein bisschen unfair, weil theoretisch haben wir es ja gefunden. Also ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht so ganz. Sehr schade.
Also, okay, die sind anscheinend überall. Relikte. Achso, vielleicht haben wir es ja doch. Ich glaube, das ist es hier. Dieses Wildschwein, glaube ich, war das. Bin mir gerade nicht so sicher. Aber es gibt so viele Relikte hier. Ist ja der Wahnsinn. Ja, dann haben wir es ja doch. Damit wir ja gar nicht zurückgehen brauchen. Tut ihm das nicht weh? Na gut, Jason hat eh keine Eier. Ich will rein! Wenn er hier runterspringt, dann war es das womöglich, dann kommt er nie wieder hoch. Also lassen wir es lieber gleich bleiben. Okay, es ist schon dunkel geworden in der Zeit. Die Zeit ist auf unserer Seite. Na, vielen Dank auch. Ich glaube, da müssen wir mal wieder die Schnellreise nehmen, weil ich könnte jetzt auch überall tatsächlich rumdöseln, aber das würde keinen Sinn machen. So, da haben wir diesen Funkturm, den haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir eigentlich diesen Funkturm noch machen. Und eigentlich müssen wir hier oben auch nochmal den Wiegenblick bekommen. Wow, das ist aber auch nicht weit. Auch nicht so weit weg, meine Leute. Wollen wir da nochmal hingehen? Weil wir sind ja fast da, ne? Nur das Problem ist, unser Auto ist jetzt auf einmal weg. Das nervt mich. Achso, wir können es ja auch mal anvisieren. Das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. Als nächstes, ja, also die Rakia, die sind mir ein wenig zu. Oh, ich höre schon diese Viecher. Sorry, aber die greifen mich sonst an. Boah. Nina, jedenfalls, was ich eigentlich sagen möchte, ist ja auch schön hier, ne? Oh. Überall diese Monster. Aber jedenfalls, ach, da sind ja schon wieder welche. Ich finde, der kann ja ruhig mal seine Kondition ein bisschen verbessern. Ich finde, allgemein finde ich die Rakia ein bisschen, ja, ein bisschen, na gut, was sollen die machen? Also ich meine, die haben ja, sind ja auch nur Beiwerk, aber letzten Endes sind die mir ein bisschen zu schnodderig, ehrlich, um ehrlich zu sein. Ach, das sieht ja auch cool aus, wenn man hier so lang geht. Das ist der Fluss, der fließt hier raus und fließt dann da in diese Mündung und da ist nur direkt da hinten, ne? Das passt ja. Also ist es jetzt noch weit, dann nehme ich nämlich gleich das Auto hier. Ah ne, wir sind schon da. Ich muss ja sagen, wenn man die Rakia hat, die kommen halt immer erst, wenn man schon fertig ist, was ich auch nicht so ganz verstehen kann, um ehrlich zu sein. Wir fließen! Los! Nicht wirklich! Reicht! Ja!
So, da haben wir es jetzt, hä? Das hat es ja nicht gut gelaufen. Ja, jetzt sind sie alle wieder vollzählig, na toll. Das Spiel ist wie gerade abgestürzt. Keine Panik, da ist bestimmt nichts. Nicht. Renn nicht! So soll es auch sein. Oh, das war knapp. Das war eine ganz knappe Geschichte. Und alles brennt dort, weil sie alles niedergemäht haben. Boah, krasse Geschichte. Mein lieber Mann. Lauf! Feuer! Also die Hacker sind ja immer so schlau, genau, also was ich auch meinte. Dann sagen sie Lauf, Feuer, obwohl sie Feuer schon vorher gesehen haben. Das ist irgendwie ganz witzig. Und witzigerweise hat mich der Typ jetzt auch eben durch diese Fahne durchgesehen, die war auf einmal für ihn gar nicht da. Na, seid ihr schon wieder da? Hätte ich gar nicht herkommen brauchen. Jetzt haben wir ja die ganzen Tiere frei rumlaufen. Genau, hier war noch einer. Um den Fahrt des Spielers weiter zu beschreiben, zieh dir die Aufträge an der Aushangtafel an. Pass auf den Hund auf! Boah, wie sie den fertig machen. So, wen nehme ich denn zuerst? Ich glaube den Rakjat. Nee, doch nicht. Dann nehme ich halt den anderen. Ich hab Waffen. Kein Grund zur Sorge. Die könnte ich jetzt abknallen, aber mache ich nicht. Stimmt, und wir müssen ja dann immer hier rein. Hätte ich jetzt fast vergessen. So, gibt es irgendwas Bestimmtes, was Neues, was ich noch nicht kenne? Bananen. Okay, das haben wir. Das kennen wir alles. Ansonsten gibt es hier einen Scheiß. Verstanden, okay. Gut, das ist alles voll. Das können wir wieder verkaufen. Das auch. Ich möchte mir mal die zwei Sachen aufheben. Vielleicht brauchen wir die ja nochmal irgendwann. Aber ansonsten. Fragst du mich das oder dich? Ich kann dir sagen, es wird wieder so schön, wenn du daran glaubst. Dann wird es wieder wunderschön. Jo, jetzt haben wir hier richtig aufgeräumt. Ich würde sagen, das war es mal wieder. Und wir haben diesen Posten doch sehr schnell eingenommen. Warum jetzt hier der Gabelstapler mit dem ganzen Zeug liegt? Wir wissen ja, dass das Drogen die Familie sind. Durchhält. Aber eigentlich. Jo, das war's erstmal und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder, wenn's heißt Banana Joe und der leckere Trank, nämlich der Bananenlikör. Bye bye.